Ich hatte halt die Wahl zwischen Ticket oder was zum Beißen. Zu der Zeit lebte ich auf der Straße und für das Deutschland-Ticket benötigt man ein Bankkonto, das ich nicht besaß. Insgesamt war ich 5 oder 6 Jahre im Knast wegen Fahren ohne Fahrschein. Bei 150 Euro pro Tag kannst du dir das mal ausrechnen. Künstler und Aktivisten lesen Briefe von inhaftierten Schwarzfahrern. Der mit Spenden finanzierte sogenannte Freiheitsfonds hat deutschlandweit 73 Inhaftierte zum heutigen Freedom Day, wie sie sagen, freigekauft. Also deren Geldstrafen bezahlt, allein in Berlin 26. Das ist wirklich eine Sache, die uns alle betrifft und wo wenige hinschauen. Lass uns Armut bekämpfen und nicht die Armen. Wie ist das Gefühl hinter Gittern? Ist schon ungerecht, finde ich. Also man fühlt sich da schon ziemlich irgendwie erniedrigt. Aber es fällt auch gar nicht so auf, weil so viele wegen Schwarzfahren in Haft sind. Über 1600 Menschen saßen allein in der ersten Jahreshälfte in Berlin wegen Schwarzfahrens hinter Gittern. Kein Gefängnis mehr für Schwarzfahrer. Dieses Versprechen will die Ampel nun umsetzen und das Schwarzfahren von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herunterstufen. Wenn man erwischt wird ohne Ticket, muss man 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen. Dann gibt es dann zusätzlich zu den 60 Euro noch ein Bußgeld. Und das heißt, es gibt eigentlich 2 Strafen und unserer Meinung nach reicht eine aus. Wir glauben, die Entkriminalisierung, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es braucht auch dieses Bußgeld nicht, weil es gibt die 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt und eine Strafe reicht. Insgesamt 911 Menschen holte der Fonds in den vergangenen Jahren aus dem Gefängnis. Über 793.000 Euro hatten Spender dafür aufgebracht. Auch zum Vorteil des Staates, meint der Fonds. Aktuell gehen wir aus von 200 Millionen Euro, die es den Staat kostet, jedes Jahr arme, armutsbetroffene Menschen wegzusperren, weil sie sich das Ticket für Bus und Bahn nicht leisten können. Und diese 200 Millionen Euro könnten sehr, sehr gut in andere Projekte investiert werden. Und da sind wir der Meinung, das könnte zum Beispiel in den ÖPNV, in den Ausbau, in Sozialtickets etc., in die Bekämpfung von Armut gesteckt werden. Und da wäre das Geld auf jeden Fall besser aufgehoben, als darin arme Menschen in den Knast zu sperren. Laut Koalitionsvertrag will der neue Senat bei Schwarzfahrern Gefängnis möglichst ersetzen. Durch offenen Vollzug oder durch gemeinnützige Arbeit.